Ja, herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video und auf dem Kanal Russische Welt TV. Äußerst traurige Nachrichten für den kollektiven Westen im Hinblick auf die Sanktionen gegen Russland, beziehungsweise besser gesagt die Auswirkungen dieser Sanktionen, denn wir können uns ja alle noch sehr gut daran erinnern, wie noch im Februar, also Ende Februar, Anfang März, viele westliche Politiker und auch die Propagandamedien behauptet haben von wegen, ja, die Sanktionen, die werden Russland ruinieren, Russlands Wirtschaft wird um mindestens 10% schrumpfen, wenn nicht gar 20%, dass Russlands Wirtschaft auf das Niveau der 90er Jahre zurückfallen wird und so weiter. Und tatsächlich wurden ja gegen kein anderes Land so viele Sanktionen verhängt wie gegen Russland. Ich rede jetzt noch nicht einmal von den ganzen Unternehmen, den westlichen Unternehmen, die Russland verlassen haben. Die Bilanz zum Ende diesen Jahres sieht aber allerdings für den Westen sehr, sehr traurig aus. Dazu gab es unter anderem auch einen Artikel im Deutschlandfunk jetzt in diesen Tagen, sowie auch heute ein Bericht auf dem YouTube-Kanal des Propagandasenders Welt, wo ein Moskauer Korrespondent auch auf die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft gesprochen hat und was man in Moskau so davon mitbekommt. Demnach ist Russlands Wirtschaft jetzt für dieses Jahr natürlich zurückgegangen, also was anderes war da definitiv auch nicht zu erwarten, allerdings nur sehr geringfügig. Und man kann natürlich jetzt viele irgendwelche emotionalen Geschichten erzählen, was wir auch in verschiedenen Berichten in westlichen Propagandamedien auch gesehen haben, wie beispielsweise irgendwelche Leute das Land verlassen und so weiter, irgendwelche jungen Leute, angeblichen Fachkräfte etc. Ja? Ich ziehe es da allerdings eher vor, bei den Fakten zu bleiben, und diese sprechen hier in diesem Fall auf jeden Fall eine sehr klare Sprache. Denn man kann natürlich jetzt verschiedener Meinung jetzt darüber sein, wie aussagekräftig das jetzt ist. Doch der wesentliche Indikator in Bezug auf die Wirtschaftsleistung, speziell jetzt die Wirtschaftsleistung eines Landes, so ist nun mal das Bruttoinlandsprodukt, also wie gesagt die gesamte Wirtschaftsleistung des Landes. Und in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt Russlands wurden ja auch diese Prognosen angestellt, also dass eben ein Rückgang geben wird für dieses Jahr von 10 bis 20%. Allerdings jetzt in der Realität, selbst nach Prognose des IWF, des Internationalen Währungsfonds, der garantiert kein Freund Russlands ist, der ja auch immer, auch schon in den Jahren davor, immer sehr pessimistische Prognosen abgegeben hat in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung Russlands, die sich im Nachhinein auch nicht bewahrheitet haben. Und selbst der IWF hat in seiner jüngsten Prognose einen Rückgang von nur 3,5% genannt für Russlands Wirtschaft für dieses Jahr, für das Jahr 2022. Jetzt vor einigen Tagen sprach Präsident Putin von einem wahrscheinlichen Rückgang von Russlands Wirtschaft von nur 2,5%, also sogar noch geringer als das, was der IWF prognostiziert. Was sogar, also wenn wir jetzt bei der Prognose von Präsident Putin bleiben, was sogar in diesem Fall noch geringer wäre als im Jahre 2020, also in dem Corona-Jahr, wo ja auch Russland im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ glimpflich davongekommen ist. Die endgültigen Resultate, die werden natürlich jetzt erst Anfang nächsten Jahres bekannt sein. Aber auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, dass entgegen aller Prognosen, entgegen aller Behauptungen Russlands Wirtschaft die Sanktionen und dieses schwierige Jahr sehr gut überstanden hat, zumindest verhältnismäßig. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass alle Probleme gelöst sind, dass jetzt alles rosig ist und dass es jetzt, ab dem heutigen Tag praktisch, nur noch bergauf gehen wird. Aber den größten Schlag, den größten Schock hat Russland auf jeden Fall jetzt schon überstanden. Das kann man auf jeden Fall sagen, vor allem auch deshalb, weil der kollektive Westen, was die möglichen Sanktionen angeht, fast schon sein ganzes Pulver verschossen hat. Also meine rein subjektive Einschätzung ist, dass jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren dieses Pendel, das Pendel wieder Richtung Wachstum umschlagen wird sozusagen. Völlig klar und offensichtlich ist aber jetzt schon, dass der Westen mit den Sanktionen und dem Versuch, Russland mittels des Wirtschaftskrieges in die Knie zu zwingen, dass er damit kläglich gescheitert ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.